Wir können Skills einsetzen. Man muss sie sich nur vorher kaufen. Also eigentlich ist dieses Blatt Pergament, was man da gefunden hat, nur ein Skillbook. Und so ein Skill kann man natürlich auch nur einmal verwenden, weil... Ich weiß nicht, mussten die damals bei Charm, Zauber auf der Hexen, da war da auch eine dabei, die doch Zaubersprüche machen konnte. Zaubertränke. Und die waren auch noch einmal benutzt und verbraucht, oder? Ja, das ist bei Zaubertränken. Zaubersprüche auch. Die wurden auch erstellt, aber da gibt es nicht nur. Ich sag mal so, da hatte sich das mit einmal erledigt. Ah, okay. Übrigens ist jetzt hier zu uns gestoßen Break. Jo, mit dem ich schon mal den Livestream gebetet habe. Ich sage extra gebetet, weil... Das hat nicht funktioniert. Na doch, aber eine Dreiviertelstunde ohne was zu streamen. Ja. Und da kamen die coolsten Witze und philosophische Anekdoten und Fällt dir was auf, es ist wesentlich leichter, den jetzt zu... Sag ich doch! Aber du wolltest mir nicht glauben. Ich glaube nicht. Wobei, da gibt's doch so eine Geschichte mit, das ist eine Kindergeschichte, die habe ich wahrscheinlich mal auf dem Kika gesehen oder so. Da ist ein Feuer in der Kirche ausgebrochen und da haben sich die Kinder gesagt, hey, wir wollen jetzt das Feuer löschen, deswegen pusten wir. Und weil die gepustet haben, ist das Feuer aber größer geworden. Und da haben sie daraus gelernt, aha, das klappt nur bei einer Kerze. Ja, oder so brauchst du halt einen richtig fetten Ventilator. Mega. Da fliegt aber erst Haus weg, als das Feuer ausgeht. Ich huste und puste, bis das Feuer ausgeht. Achtung. Amen. Das ist... Mäusemelken. Das ist ja auch zum Möpsemelken. Und damit meine ich die Hunde. Ich musste gerade an den Wichser denken. Da war noch ein Glas warme Mopsmilch. War das toll. Mir gefällt da immer noch der Arschbohren am besten. Ja. Da habe ich als Kind einen Teddybären gehabt. Den konntest du im das Gesicht zusammendrücken. Da haben die Ohren dann rechts und links rausgedrückt. Das sah auch aus wie der Arsch mit Ohren. Kannst du das jetzt zerstören? Nö. Vielleicht brauchst du dafür einen sehr destruktiven Skill. Oh, ich habe jetzt mittlerweile zwei Urnen. Oh, du hast doch keinen Talisman. Oder diesen Erdengang vielleicht. Nee, habe ich schon probiert. Ja, leider. Mit dem... Slash? Nee, wie heißt das denn? Dash? Dash, genau, der Dash. Hab ich schon probiert. Geht auch nicht. Okay. Das ist natürlich fuck. Jetzt habe ich schon wieder das Böse gesagt. In einer anderen Sprache. Deswegen hat das keiner verstanden. Oh, jetzt kriegst du noch eine Platte, oder? Ja, so weit war ich auch schon. Selbst. Ja, aber jetzt hast du doch wieder das Pattern innen. Innen. Außerdem wirst du dich diesmal doch nicht von diesem Vögel treffen lassen. Feuervogel. Gab's da nicht so ein legendäres Feuervogel-Pokémon irgendwie? Was ist das? Feuerwesen schon lange. Das nennt sich Phönix. Feuervogel, das heißt Lavados. Du kennst dich ja wieder aus, ne? Viel zu lang habe ich dieses Spiel gespielt. Viel zu lang. Das war doch toll, oder? Ja. Geil. Siehst du, ich sag doch, den Pattern musst du noch auswendig. Dafür gab es dann noch einen Blitzvogel und einen Eisvogel. Ich sag das gerne, riechst du ab. Ach genau, das war doch von Ibitak. Nee. Ibitak? Nein. Das waren keine Weiterentwicklungen, das waren eigenständige. Ach, das waren eigenständige Pokémon, die... Das war Evoli, was man da mit den Steinen... Ja. Zu Blitzer machen konnte und so. Da kam Aquana, Flamara und Blitzer. Je nachdem. Aber mit Mondstein haben sie sich noch nicht was einfallen lassen. Irgendwie der Mondhund oder so. Lachtara musste das sein. Oh, das kann sein. Ja, aber da brauchst du doch einen Nachtstein wahrscheinlich. Siehst du das? Geil. Das sind dann eh schon wieder die. Unser Fußbringer ist bloß zu groß. Der erste Part oder das erste Game von. Also ich finde, man hätte die Serie mit Gold, hätte man es dann bleiben lassen sollen, finde ich. Also danach kam meiner Meinung nach nicht mehr so tolle Sachen. Du hast ein Stück des Feuerwappens, den Tornado. Tornadino! Jetzt geht's. Das war von Super Mario übrigens, der Tornadino. Oh. Damit kannst du ganz hochspringen. Ganz hochspringen. Ja, das ist abgeleitet von... Tief fallen. Von abgeleitet von dem Sport Hochsprung. Deswegen kannst du hochspringen. So, dann gehen wir mal. Das brauchst du jetzt bestimmt, um dort reinzugehen und dann irgendwie deinen Dschihad zu machen. Dschihad. Der sieht ja schick aus. Der sieht cool aus. Guck mal, der hat sogar hier Tiere mit. Die Zappel. Cool. Was hat denn der da oben? Guck mal, ein Fötus. Oben rechts. Und Frösche. Hallo, ich bin ein verrückter Wissenschaftler vom Schwarzen Lotus. Wir kommen beim Schwarzen Lotus. Wir haben Tränke.
Warum muss ich da an was ganz Unanständiges denken bei Schwarzer Lotus? Welchen willst du? Mercury, die Pflanze Lotus Sulfur, steht für Elixier. Sprich's nicht aus. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Macht nichts. Du kommst dein Extra-Leben. Willst du ihn? Ja. Ich will ja, ihn. Ja. Idiot, du hast nicht genug Geld. Ha, Trottel. Dann nimmst du halt Herb. Er gibt dir ein was? Er gibt dir etwas Energie zu. Der Herb. Willst du ihn? Na klar. Wenn ich schon Idiot bin, dann nehme ich wenigstens. Und die kleine Version vom Herb ist dann der Herbie. So, du kannst aus einer Welt flüchten. Was will ich denn damit? Du kannst damit vor Feinden flüchten. Brauchen wir doch nicht. Ich fliege einfach über. Oder aus der Kappe. Ja, das ist die logische Konsequenz von nicht abhauen. Entweder ist eigentlich wie überall. Entweder vermöbeln oder vermöbelt werden. Andere sagen, fressen oder gefressen werden. Ist ja gelogen. Wir essen sie nicht. Wir zerschlagen ihre Köpfe. So wie dort. Kommt jetzt wieder, ich habe keine Gnade. du bist früher als ich dachte. Firebrand. Aber das ist nur ein kleines Problem. Nun werde ich dich ein für allemal besiegen. Nein, gelacht hat er noch nicht. Beim letzten Mal hat er gelacht. Er nimmt die Hand zum Fuß. Oh oh. Jetzt muss ich gerade an Contra denken. So ein kleines bisschen. Renn! Weg! Oh oh, ich glaube, der will dich. Jetzt musst du bestimmt hochspringen. Tornado! Ich bin ein Tornado. Wer sind das denn? Ich denke, du kannst hochspringen. Was sind das für ein Hotschutz? Spielt damit mit Ball oder? Das. Wie ist dieses Spiel? Was? Ach, ich hab mich gerade geheilt. Erfolgreich. Nice. Jetzt kannst du die anderen Branchen einsetzen. Musst du machen, wenn du länger gedrückt hältst, ne? Ich nehme es jetzt mal mit dem anderen. Dem Luft, den Luft. Ich glaube, das prallt irgendwie einfach nur an dem ab. Wie das Metal Blade bei einigen Endgegnern bei Mega Man 2. Achtung! Das war das Hadouken. Aber ich treffe den nicht? Was soll denn der Quatsch? Ich sagen, dann fehlen dir irgendwelche Fähigkeiten. Aber ich hab doch schon alles gemacht, was ich machen kann. Und ich kann mich heilen. Wir wissen jetzt ja wie. Ja, aber bei Tornado stand da, du kannst hochspringen. Ah! Ein Treffer! Ich muss ihn. Eine etwas blöde Hitbox, ne? Was? Wenn überhaupt einer. Wenn, dann steht ja bekanntlich nicht auf Tiefschläge, ne? Das ist ja nicht der Fall. Ne, das nützt nichts. Das nützt doch nichts. Hinüber! Vielleicht nochmal machen? Muss ich mir jetzt wieder das Gelaber anhören oder komm jetzt gleich wieder hoch und gut ist? Nee, das musst du dir schon nochmal anhören. Ist doch klar, die Dinger müssen ja erstmal hoch. Nein, er hebt einfach die Hand und los. Oh! Haben sie schon mitgekommen. Also ich gedacht, beim Beta-Testen, es macht keinen Spaß, wenn man 30 Mal denselben Text lesen muss. Genau. Und dann mit ein bisschen Deppen zu finden. Das ist echt das Zeug hier, weil die Bälle immer tiefer. Also denen geht dann der Schwung aus und im echten Leben ist dann irgendwann Schluss. Das ganze Spiel natürlich sehr realistisch. Genau. Ey, wenn du in der Luft bleibst, kannst du vielleicht über die Bälle drüber fliegen. Wenn die so niedrig sind. Ich möchte mal gerne wissen, was mir das denn bringt, außer diese komischen Flaschen. Der ihn scheinbar nicht mal verletzt. Du kannst damit hochspringen. Ich würde mal sagen, dass du da das Ding vielleicht in irgendeiner Form benutzen kannst. Du kannst dich dann vielleicht draufstellen. Gehen wir mal gleich mal aus. Ne? Das müsste doch jetzt anbleiben. Ja. Aber ich kann kein Vieh angreifen. Das macht Sinn. Ich verzichte auf meine Angriffsfähigkeit für einen. Ja, da kannst du dir irgendwie die Bälle drüber. Ja, und ich kann auch drüber fliegen. Das bringt ja aber bei dem Bossfight jetzt, würde ich mal sagen, nicht sehr viel. Na doch, wenn der gerade die Bälle macht, dann macht er nichts weiter. Dann gehst halt einfach mal über die Bälle schnell drüber. Oh, und dann hast du den ganzen Buschen treffen. Achso. Und wenn der Typ da. Hab ich jetzt schon nicht mitbekommen. Muss mal gucken, ist ganz, ganz wenig Platz groß. Ach,
kannst du auch die Bälle dann abschießen. Wenn du so rumspringen. Ja, passt doch. Nice. Ja, aber du musst jetzt hier. Sehr viel Zielwasser auch getrunken haben, ja. Aber da kannst du dich vielleicht damit retten. Oder man springt einfach rein. Dann bin ich vielleicht auch kaputt. Wenn ich dir eine Idee geben darf, wenn dein Geschwür drauf einfach mal entgegengesetzt der Fallrichtung, dass du da einfach rauskommst. Das ist natürlich eine Idee. Ja, aber. Wäre das ja das sehr einfach. Okay. Aber die Idee ist schon mal nicht verkehrt, würde ich mal sagen, oder? Ja, du kriegst jetzt dein Leben. Okay, jetzt mach's einfach. Mach wieder deine Arme hoch, sag einmal Uga und dann gehen die Dinge wieder hoch. Jetzt musst du es aber langsam mal packen. Das war doch langweilig für den Zuschauer. Mach du es doch. Wir tun es ja am besten im Spielstand machen und laden das einfach mal hoch und dann mal gucken. So die Leute doch einfach mal posten, wie sie es gemacht haben. Ja, das sind. Ja. Kann jeder mal schreiben, wie er es gemacht hat. Wie sollen diese Leute doch selber bis dahin spielen? Das hat zu viel Energie gekostet. Ach Mann. Das ist so spannend, dass wir nicht mehr erzählen können. Ja, aber gut. Einmal getroffen, dann kann man ja. Mal. Der Hitbox ist echt scheiße. Man müsste den am Fuß treffen können, ja. Oh nein, du musst ihn in den Arsch schießen. Das Problem ist, wenn ich die Bälle treffe, von den Bällen getroffen worden, ist das ein Hitpunkt, wo bei dem sind es vielleicht zwei. Ja. Na, der hat ja auch eiserne Flügel. Willst du mal gegen die Eisernen Flügel? Ich probier's mal. Ja, ich bin am Drücker. Hallo. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Ich kann das Spiel doch überhaupt nicht. Zu dem gibt's übrigens auch, also zu dem Spiel gibt's auch ein ganz hübsches Review von Karaoke, der bei ARP ein Stammleser ist. Der hat die Demon's Quest Serie quasi mal behandelt. Fuck, Mann. Wieso treffe ich den nicht? Eine Serie von Retro. Ja. Nee. Retro-Bus ist die voll. Und Online-Spielewelt ist die Webseite, die das geboten hat. Ich hatte gerade eine fixe Idee. Naja, weißt du, was ich will? Sich hochbauen? Achso, und dann? Wieder auf normalen Schuss drücken und dann oben fliegen und dann kannst du den. Stell dich mal auf die Plattform. Also stell dich mal auf so eine Plattform hier. Nee, mach mal hier so ein. Ach so. Vor dem Kampf am besten, dann hast du genügend Zeit und Luft. Stell dich mal drauf. Nee, da legt sich ja hin. Also da geht dann ja dahin an den Punkt von allein. Mhm. Nee, jetzt noch davor, bevor du auf den Punkt geht. Ach so. Weil ich glaube, sobald du auf die Dinger dich stellst, müsstest. Ach so ist das gemeint, aber ich glaube. Ne, aber kriegt er nichts. Ja, du musst es halt richtig machen, ne? Für was auch nicht immer so viel Zeit ist. Ich bin immer noch dabei. Nein! Das doch. Ne, jetzt greif. Ich will das jetzt so machen. Vielleicht kann man so den einen oder anderen Punkt holen. Ich weiß es nicht. Wird schon etwas rot. Wenn ich jetzt eine Porsche hätte, ich würde den sowas vom platt machen, sag ich. Ja. Einfach mal unter ihm. Ja, dann kommt er mit seinen Bällen. Ja, bleib ich halt hinter ihm. Nee. Schon wieder was fuck gesagt. Ich denke, dass das Spiel ein
Kaninchen? Tiere schreckt mich das auf. Na, komm runter, du. Nee. Headshot. Aber ist das eine Strategie oder was? Da dann. Mann, ey. Ich will mir das LP hier nicht angucken müssen, ey. Ehrlich. Ulf hat ja auch noch reingequatscht. Ja, ich bin der hier und wir alle wissen, was ist das? Ihr kennt euch alle aus. Hä? Oder hast du das wegen dem Boss gemeint? Ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst. Ach so? Da erklärt man jetzt, dass es das für eine Geschichte gibt. Ehrlich? Ja. Von der, eigentlich ist es eine Art Remake, der Teil. Es gibt den für das NES, das war so spät, also fast am Ende der NES-Ära. Und. Oh. Und dann gab es noch was von Game Boy 1, also von Game Boy normal. Ha? Und ja, dann eben die hier. Hallo, komm runter, du Vogel. Und ursprünglich kommt diese Gestalt von Falcon aus Rosenlose. Okay. Ist doch einer der Gegner. So? Mhm. Also hängt das sozusagen miteinander ein bisschen zusammen? Nur, dass die Sprites so ein bisschen ähnlich sind. Keine Chance. Ich bin blöd. So, probieren wir das nochmal? Ja, machen wir noch einen Try, zwei Try vielleicht. Und dann geben wir auf. Ja. Nach gefühlten 100 hat es dann auch irgendwann keinen Sinn mehr. Ja. Das ist dann bloß noch... Ich werde ja auch mal ein Fenster aufmachen, es wird ja langsam warm hier drin. Ja, ist halt so, wenn man die ganze Zeit im Feuer spielt. Luft. Man hat absolut keine Ahnung, in welcher Reihenfolge man gewollt. Ja, das ist total random irgendwie. Und da triffst du ihn auch nicht. Und wenn du da nicht genau zum richtigen Zeitpunkt... Du hast ihn perfekt in den Hintern geschossen, wenn er überhaupt sowas hat. Er hat ja nicht mal ein Herz, ne? Geschweige denn einen richtigen Bauch. Der ist nämlich irgendwie... Wenn du genau hinguckst, ja. Da steht ein Bauch ziemlich cool. Blau. Bam. Ich geb mal auf, okay. Das hat keinen Sinn mehr. Leute, es war mir eine Ehre für euch, dieses Spiel vorzustellen. Eigentlich hat ja Blackout das vorgestellt mehr. Hat er gespielt mehr die ganze Zeit. Naja, sei es drum. Lohnt sich auf jeden Fall, das Spiel sich nochmal anzugucken. Wir werden den Save-Set nicht hochladen, weil wir den gar nicht erst speichern werden. Macht ja viel mehr Spaß, bis dorthin wieder zu kommen. Das ist wie bei Mega Man. Macht viel mehr Spaß, die ganzen Gegner, Bosse einzeln platt zu machen, als dann das Spiel durchzuspielen, finde ich. So ist es bei mir. Also, macht's gut, bis dahin und tschaußen. Sagt ihr auch noch? Tschüss. Tschüss. Ciao.